Freunde, lass uns mal in eine Reaktion reingehen. Und zwar, wir haben ewig nichts mehr von dem lieben Inscope-Nico geguckt. Und da ich seine Thumbnails immer noch sehr funny finde, gucken wir jetzt das neueste Video von ihm. Wie war die Frage mit diesen beiden Girls auf dem Thumbnail? Da gehen wir jetzt rein. Let's go. Ich dreh jetzt. Obacht. Guten Morgen. Gut. Hat Inscope einen neuen Raum? Guten Mittag. Oder auch guten Abend. Liebe Leute, heute... Hör kein Intro, nicht dieses nachfolgende Sendung ist ohne Dingswurms. Geht es um Tic-Tac. POV, you hold eye contact with us for more than 3 seconds. Ich glaube, sowas sollte ich auch machen. Check's nicht. Wollen die jetzt mit mir bumsen oder was? Habt ihr es verstanden? Auf TikTok Inscope21 eingibt, dann seid euch bitte sehr bewusst, dass ihr diesen Kanal definitiv nicht abonnieren solltet. Falls ihr noch Interesse habt an einem dieser Fleece-Pullover, oder Kalas-Seite gehen, Early Access, Schlag zu. Am 28. möchte ich mich bedanken bei euch für die unglaublichen Kommentare unter dem letzten Video. Von Herzen, wirklich. Bildung ist wichtig, aber was noch wichtiger ist, ist sich nicht zu bilden. Du kennst deinen eigenen Kontostand nicht. Nee. Tatsächlich, nee, mich interessiert sowas nicht. Mich interessiert Geld tatsächlich nur da. Ich hab das gesehen, das TikTok, das ist funny. Dann, wenn ich es brauche, um es einzusetzen für ein Video. Und das muss ich wirklich sagen, finde ich das Geile bei Shindy, dass er da wirklich überhaupt nicht aufs Geld guckt, wenn es um materialistische Dinge geht. Ich meine, der hat ja jetzt auch nicht irgendwie eine Iced-Out-Kette oder sowas an. Wenn wir uns eben mal kurz das Musikvideo hier von ihm reinziehen, dann muss ich wirklich sagen, jetzt verstehe ich auch, warum der Typ nicht auf sein Konto guckt, weil wenn so ein Musikvideo wie das hier das Einzige ist, wo er für Geld braucht, dann braucht er ja im Prinzip für nichts Geld. Deutschrap ist fresher denn je. Ah, was geht ab, Freunde? ich weiß nicht, ob es gerade ungünstig kommt. Wir gucken gerade ein Video von dem lieben Nico Inscope. Wolltest du nicht nur sein T-Shirt überkleben? Ich habe meine Flasche davor stehen. Haha, weil das ist für eine YouTube-Reaction. Und hier stehen, ja, ganz kurz kann man zeigen. Whoop. Ganz kurz, dieses T-Shirt ist nicht gut für YouTube-Reactions. Jedes Video wird von mir eh gelb und das macht sich besser. Deswegen müssen wir die Flasche da vorstellen. Wirklich, also, ich find's gut, dass Shindy mit diesem Videothema im Prinzip genau gleich an die Sache rangeht wie ich. Nee. Wie random wäre es jetzt, wenn ich jetzt einfach Werbung... Ei, wofür gibt's Werbung? Nein. Sie sind verbunden mit dem Anruf beantwortet. Ich find's immer geil. Guck mal, das ist gerade eine offizielle Werbung, ne? Wofür Inscope eine fünfstellige Summe bekommen hat, ganz safe. Und ihr müsst euch so vorstellen, der Social Media Dude von dieser Firma, das ist irgendwo ein VPN oder sowas, glaube ich, der muss sich das jetzt reinziehen und sagen, für dieses Video geben wir also 30.000 Euro aus und das ist gut? Okay, dann geben wir dafür jetzt 30.000 Euro aus. Also keine Ahnung, wie viel er dafür bekommen hat, aber ungefähr so in dem Ballpark wird es sein. Ah, Flasche, Flasche. Ich nach dem Signalton. Und das ist jetzt offizielle Werbung. Ich, ja, kommt ich heute geil. Noch die Nachricht, die sie mir überbringen wollten, oder wie sieht's aus, Digga? Sie verstehen den Ernst der Lage nicht. Wir haben Inscope21 versehentlich ein weiteres Mal für ein Placement bei NordVPN gebucht. Schatz, pack die Sachen zusammen. Wir müssen weg. Und zwar sofort. Jetzt fällt's mir gerade noch ein, wenn du noch den Fahrradgepäckträger noch mitnehmen könntest von meinem alten Bicycle, dann wäre das super, weil das könnte ich nämlich noch gebrauchen. Im Video fehlt irgendwie ein gewisser Twist. Irgendwas, womit die Leute nicht rechnen. Baby, guck mal, ich hab die neuen Proteine. Das hab ich! Die hab ich heute auch gegessen! Genau die! Die haben gute Nährwerte. Gute Nährwerte. Gute, also für einen Rap gute Nährwerte. Die Nährwerte könnten schon besser. Aber gute Nährwerte. Gute Nährwerte. Aus dem Weg. NordVPN schützt vor Malware und blockiert Tracker sowie aufdringliche Werbung. Was ist das für eine Werbung, Freunde? Das war NordVPN, der schnellste VPN-Anbieter der Welt, du Trottel. Hast du das noch nie gesehen oder was? Das Ding fest auf dem Welt, aber ganz anders. Das Ding schneidet dir vorbei, so schnell könntest du gar nicht gucken, du Volltrottel. Unsere ausgewählten Support-Chat-Mitarbeiter stehen in 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Verbunden mit dem NordVPN-Kundenservice, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Genau, ja. Jetzt habe ich den VPN-Anbieter gestartet, aber springt einfach nicht mehr an. Verstanden, alles klar. Wie war die Frage nochmal? Der Anbieter startet nicht. Verstanden. Ganz kurz zur Information. In welcher Straße leben Sie? In der Langstraße, aber was hat das jetzt damit zu tun? Ach, das ist ja lustig. Da wohnt ein Freund von mir auch. Also jetzt passen Sie mal auf. Kriegt man hier eine gescheite Beratung oder nicht? Freunde, was ist das für eine Werbung? Entschuldigen Sie mich ganz kurz. Was geht, Bruder? Nö, Bro, ist gut. Ich hab Zeit. NordVPN.
VPN nutzen Sie nun den Bedrohungsschutz, auch wenn Sie nicht verbunden sind. Wer hier nicht zuschlägt, hat nicht mehr alle Zäune am Geländer. Es fällt mir wirklich sehr schwer jetzt. Wirklich, Freunde, das war halt gerade eine offizielle Werbung. Das war gerade der Jahreslohn eurer Mom. Und es war gar nicht so überspitzt wahrscheinlich. Jetzt die richtigen Worte zu finden, ihr seid meine Community, ihr sollt das natürlich als erstes erfahren. Viele tolle Tage, haben viel zusammen gelacht. Manchmal muss man einsehen, dass es Zeit ist, getrennte Wege zu gehen. Man gibt sein Auto ab. Der Lambo ist verkauft. Ja, ich wusste es. Daniel abgibt sein Auto ab. Aber welchen? So viel kostet es, mit einem Privatjet zu fliegen. Eli, Sidney und ich mussten nach Istanbul fliegen. Privatjet. Dafür zahlt man die Miete fürs Flugzeug, einen gewissen Eurobetrag pro Kilometer, Versicherungskosten plus die Anwesenheitsstunden der Crew und ihr Hotel. Wenn du also einen kleinen Jet mietest, kriegst du das Ganze für 30.000 Euro. Wir haben uns aber einen großen Jet für unseren Türkei-Flug genommen und 70.000 Euro gezahlt. Was ist das für ein TikTok, Digga? 110 Euro pro Passagier. Jetzt überlege ich ganz kurz. 3 Stunden Flug, 310 Euro, 70.000. Sag ich euch ganz ehrlich, verstehe ich nicht, warum die Jungs nicht den allergrößten Privatjet genommen haben. Falls ihr Bock habt, dass Tim und ich das nächste Mal mitkommen, wir haben ja auch eine Modebrand, wir würden dann mit dem Fahrrad hinterherkommen. Schatz? Komm mal bitte kurz. That's why you mad. Oh, okay. Das ist Inscripts Freundin, falls ihr das nicht wisst, Alexa. Und die sind sehr in love, muss man sagen. Die sind auch cute zusammen, finde ich. Aber was hat sie auf TikTok gepostet? Was kam der Nachricht für am Ende rein? Andrew Gabriel, wir sind hier, okay. Was war da los? Andreas, Digga, kannst du mir beim Umzug helfen? Sag ich nein, natürlich helfe ich dir nicht. Ich bezahle dir gerne die Umzugshelfer, aber ich habe keine Zeit dafür, mich stundenlang dahinzustellen, den Rücken kaputt zu machen. Dann. Ja, perfekt, Digga. Imagine, du fragst einen Kumpel und sagst so, ey, Bro, kannst du mir Umzug helfen? Dies, das, so ein paar Regale hochtragen und sowas, ein bisschen Bretter. Nachher lade ich auf einen geilen Bier ein, ein bisschen Pizza auf meinen Nacken, dies, das. Und er so, nee, ich zahle dir Umzugshelfer, aber ich mache mir noch nie den Rücken kaputt. Und die Arbeitszeit, da könnte ich ein Business aufwärmen. Da könnte ich ein Monopol bilden. Früher haben wir mit Speeren gekämpft. Das ist dann seine Antwort. Danke dir. Sorry, du bist mir aufgefallen. Ganz kurze Frage. Was ist denn dein Lieblingsgeschäft hier in der Dreiländergalerie? Ich war gerade auf dem Weg zum Snipes. Was wäre, wenn ich dir sage, dass ich hier einen 25-Euro-Gutschein habe von der Dreiländergalerie und du dir im Snipes alles kaufen könntest, was du möchtest? Dankeschön. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag in der Dreiländergalerie. War er etwa in der Dreiländergalerie? Ja, denkt ihr, er war in der Dreiländergalerie, Freunde? In welcher Galerie? Hat jemand von euch noch mitbekommen, in welcher Galerie das war? Ich weiß auch nicht, Digga, ich weiß auch nicht. Galerie durch die Latten gegangen. Das ist nicht so schlimm, weil der Typ kann sich mit seinem 25-Euro-Gutschein jetzt alles kaufen, was er will. Boah, satisfying. Cooles TikTok. Bin ich hier. Fühl ich. Freunde, ich habe ein kleines Problem, wo wir gerade beim Thema aufräumen sind. Dienstagabend kommt jemand bei mir vorbei zu mir nach Hause. Abends. Auf Bro-Basis. Und das Ding ist, ich habe nicht aufgeräumt. Ich habe auch keinen Bock aufzuräumen. Ich stream heute lange und ne, dann gehe ich gleich ins Bett. Dann morgen früh stehe ich auf. Also jetzt heute bin ich so bis 11 Uhr im Büro, bis 12 Uhr vielleicht sogar. Dann penne ich instant zu Hause. Dann stehe ich morgen auf, gehe instant ins Büro und dann morgen Abend kommt da die Person vorbei. Es ist aber gerade ein bisschen unordentlich bei mir. Also eigentlich nur meine Küche ist sehr unordentlich. Jetzt haben wir zwei mögliche Sachen, was ich machen könnte. Ich räume heute Abend noch auf oder ich lasse stehen, weil Mittwochmorgen kommt meine Haushaltshilfe. Die räumt es dann halt auf. Also, dann habe ich zwar, also lohnt es sich noch für Dienstagabend aufzuräumen, wenn Mittwoch meine Haushaltshilfe kommt? So, also, das ist halt gerade mein Problem, was ich habe. Weil, I mean, ich denke so, am nächsten Morgen wird es ja eh weggemacht von wem? Die dafür Geld bekommt und das gut macht und professionell und viel besser als ich. Und auch sauber macht. Andererseits kommt halt Dienstagabend niemand vorbei. Das ist gerade mein Problem. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Räume ich jetzt auf? Ist auch irgendwie verschwendete Zeit, so wenn Mittwochmorgen aufgeräumt wird bei mir. Ja, ich weiß nicht. Ich guck mal heute Abend, was ich mache. Weil ich müsste, wenn heute Abend aufräumen, weil morgen früh bin ich direkt Büro und dann bis halt abends und dann kommt die Person halt instant. Räum nur ein bisschen auf. Ja, okay, nur ein bisschen. So eine Spülmaschine kann ich machen. Das ist ein guter Deal. Ja, richtig in der. Räum einen Teil auf und lass den Rest liegen. Das finde ich echt gut. Dann haben wir ein bisschen von beiden. Dreiländergalerie. Ich bin unglaublich gespannt, wie viel Geld Shindy in seinem nächsten Musikvideo investiert. Ich bin unglaublich gespannt, wie viele Daumen nach oben wir in dieser Episode knacken werden. Und ich bin unfassbar gespannt, wie ihr euch jetzt verpissen werdet. Oh, es gibt Outtakes von einem Inscope-Video? Wie war die Frage nochmal? Lebst du hinter dem Mond oder was? Das war NordVPN, die schnellste VPN-Anbieter der Welt. Digga, was ist das für ein Dialekt? Den gibt's ja gar nicht. Absolut. Sind Sie noch dran? Johnny? Das sind wirklich nur Outtakes einfach. Kommt da noch was anderes? Guten Tag.
Bro, das ist so geil, ne? Ich hab so ein InScope-Video, muss so schnell gemacht sein. Also actually, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein InScope-Video, was halt irgendwie so 6 Minuten geht, wovon 3 Minuten Placement sind, wovon die komplette letzte Minute Outtake sind. Also das muss ja innerhalb von dem Tag, also das, du hast ja vom Script bis Ende fertig, ist ja ein Tag maximal mitschnitten und alles. Und Thumbnail ist einfach ein... Thumbnail ist einfach ein fucking Screenshot. Jungs, der Mann weiß, wie YouTube funktioniert. Wirklich, der Mann weiß wirklich, wie YouTube funktioniert. Ey, gebt aber ein Like natürlich. Doch, wenn man... Ja, doch, gebt ein Like auf jeden Fall. Ich finde auch schön, wie viel Mühe sich gegeben hat auf jeden Fall. Das muss einen Daumen nach oben geben. Falls ihr mehr Reacts sehen wollt, auf InScope-Videos, dann like das Video hier. Das Wort wird übrigens bei YouTube, wenn man das ausspricht, sagt, dass das Video dann demonetarisiert wird. Das Wort mögen die gar nicht. Die sagen sogar, das ist das F-Wort. Es ist halt nicht... Es ist wirklich das F-Wort. Es gibt so neue YouTube-Richtlinien von Monetarisierung, die sagen wirklich, das F-Wort darf nicht gesagt werden. Ey, Freunde, liked das Video, abonniert meinen Kanal hier. Bei 2 Millionen Abonnenten, egal wann ich dir reiche, wächst ich mein Arschloch. Haut rein, ciao.